Guten Tag, willkommen auf der Heimtextil 2024 in der Halle 3.1 beim wunderschönen Deko-Team. Ich stehe hier mit der Emel, mit unserem TV-Star Emel Götze und freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Dankeschön. Dass Sie heute bei uns sind und ja, schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Danke sehr, ich freue mich auch. Emel, bevor wir starten, du bist von Haus aus Interior-Designerin, das ist richtig. Ganz genau, mit Leib und Seele. Wunderbar. Dann würde ich dich bitten, uns und dem Publikum erstmal ein bisschen was von dir zu berichten. Ich heiße Emel Götze, ich bin Interior-Designerin und bildende Künstlerin. Ich habe damals Kunst und Design studiert, komme aber aus einem Haushalt. Vater Schneidermeister, Mutter Polsternäherin. Die erste Technik, die ich konnte, war schneiden, dann nähen. Malen, zeichnen, designen. Meine Eltern sagen immer, ich war schon als Kind der geborene Designer, weil ich immer wusste, was ich machen wollte. Zum Leidwesen meiner Eltern, aber die haben gut mitgemacht. Sehr gut. Eine direkt, du weißt, was deine Zukunft bringen soll. Das finde ich schön. Ich denke immer visuell. Ich denke immer wie in einem Bild oder wie ein Setting, habe ich in meinem Kopf. Es muss immer irgendwie alles sehr harmonisch ausgewogen sein. Kann aber auch mutig interpretiert sein. Harmonisch hört sich manchmal ein bisschen langweilig an, aber du weißt, was ich meine. Ich glaube es, wobei ich persönlich leider nicht der Kreativmensch bin. Ich habe hier andere Aufgaben, aber dafür haben wir dich heute hier. Wir sind heute auf der Bühne des Deko-Teams. Das Deko-Team, ein Zusammenschluss führender deutscher Textilhersteller aus dem Bereich Gardine, Deko-Möbelstoff und Sonnenschutz. Das Deko-Team hat sich dieses Jahr zum Thema gesetzt Colorful Affairs. Und magst du uns ein bisschen darüber berichten, was die Besucher hier zu erwarten? Erstmal sind hier wirklich wunderbare Aussteller hier drumherum. Man erkennt die Fläche vom Deko-Team auch durch den hellen Boden. Ist Ihnen bestimmt schon aufgefallen. Da merkt man, wer alles hier zugehört. Und das Team hat sich wirklich tolle Farbwelten und Stilwelten überlegt. Und dieses Jahr stehen ja besonders drei Themen im Fokus. Mhm. Es gibt einmal die Blush Colors. Die sieht man hier in der Ecke auch dahinter nochmal. Da geht es darum, mit hellen, aber trotzdem freundlichen Farben, mit abgetönten Farben, eine ja relativ dezente, aber trotzdem farbige Stilwelt zusammenzustellen. Und da werden auch schon mal, da treffen grüne Töne, Aquatöne, Blötöne auf Rosé-Töne, Peach, Aprikot. Also da kann man ruhig so ein bisschen in den Farbtopf greifen, besonders für all diejenigen, die sagen, ja, ich mag Farbe, aber bitte ein bisschen dezenter. Das ist so die richtige Stilwelt. Dann gibt es eine Stilwelt, die höre ich in den letzten Jahren immer wieder gerne, die Beige-Töne. War ja ein ganz großes Thema. Ich habe viele Kunden, die sagen, ja, Frau Götze, Farbe, ich weiß, Sie können das gut, aber wir stehen ja eher so auf Beige-Töne. Und dann sage ich, ist kein Problem, finde ich auch gut. Kann man auch schöne Sachen mitmachen. Und da haben wir hier die Natural Colors. Und da geht es eben darum, eine sehr natürliche Farbwelt darzustellen. Helle Töne, alles sehr Ton in Ton, beruhigend. Auch von den Materialien her eher so Leinenoptiken. Alles sehr sportlich elegant, mit einer gewissen Leichtigkeit, aber auch Struktur. Und dann haben wir auf der Seite, rechts und links, sieht man das. Das sind die Signature Colors oder das Signature Living. Und die Signature Colors, wie der Name schon sagt, ne, da werden richtige Aussagen gemacht. Da hat man Mut, auch unterschiedliche kräftige Farben miteinander zu kombinieren. Auf der Seite haben wir hier eine sehr kräftige Farbwelt, ein bisschen dunkler. Mhm. Aber auf der Seite sieht man auch, wie man Signature Colors auch sehr sommerlich und mit mehr Leichtigkeit präsentieren kann. Also da treffen auch so Sorbet-Töne aufeinander, aber dann hier und da trotzdem noch mal kräftige Highlights. Also man kann viel mit Farbe spielen und ich sage immer, beim Design ist das Wichtigste auch Spaß dabei zu haben, den Spaß nicht zu verlieren. Und das sieht man hier sehr gut. Vielen Dank für die Ausführung. mir geht es persönlich so, ich sehe etwas, das gefällt mir. Ja. Ich weiß aber auch, dass dahinter in der also meistens sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Zeit steckt, das zu entwickeln. Diese Koje, die mich persönlich jetzt am meisten anspricht, weiß ich, dass es natürlich eine Menge Arbeit war, all dies, die verschiedenen Textilien aufeinander abzustimmen, in dieses Raumkonzept zu bringen. Wie schätzt du es ein? Wie können denn Raumausstatter, Interior Designer diese Inspirationskojen, nenne ich sie jetzt, ihre tägliche Arbeit aufnehmen, einfließen lassen? Also erstmal ist es mal sehr schön komprimiert dargestellt. Ne? Es ist ja nicht nur eine Idee, sondern aus der kann man ja wiederum ganz andere Ideen schöpfen und weiterentwickeln. Man kann sich Inspiration für das eigene Schaufenster oder für das eigene Geschäft auch nehmen. Manchmal hat man ja auch so schöne Ecken, die man besonders inszeniert. Da kann man sich auf jeden Fall Inspiration mitnehmen. Man kann natürlich mit diesem Einfluss auch ganz anders seine Kunden nochmal beraten und motivieren. Ne? Dass man dann sagt, ja, hier auf der
letzten Messe auf der Heimtextil waren besonders die und die Farben oder die und die Töne oder die und die Textilien. Mhm. Also das, da kann man wirklich, es ist ja auch immer wichtig, dass man sich als Designer, Raumausstatter, wie auch immer Innenarchitekt weiterbildet und immer auf dem neuesten Stand ist. Und deswegen ist so eine Messe natürlich immer Inspirationsquelle. Und wir haben ja heute das Thema gehabt, Social Media. Ja. Und ja, das ist natürlich auch ganz toll, weil man kann hier so tolle Fotos machen, Videos machen und daraus für Postings, Stories oder auch Reels Content generieren. Mhm. Und das ist natürlich toll, wenn jemand schon mal so schöne Räume gemacht hat. Ja. Und davon gibt es ja hier gleich 7 Stück. Also da hat man wirklich ordentlich Material für ganz viele verschiedene Postings. Das ist großartig. Und für den oder diejenige, die es jetzt noch nicht weiß, alle die in den Kojen gezeigten Produkten sind natürlich bei unseren Ausstellern im Deko-Team direkt zu ordern. Und alle Aussteller vom Deko-Team sind natürlich erkennbar mit dem Pink Glow. Also als Wegweiser Pink Glow. All dies dort zu finden. Es gibt hier auch die Bilderrahmen in den einzelnen Kojen. Und da sieht man sogar ganz genau nochmal, was von welcher Firma ist. Das kann man auch nochmal als Info. Sehr gut, danke. Wir kommen langsam zum Schluss, ja, aber in welcher Rolle oder was erleben wir denn mit dir heute noch? Auf was können wir und die Besucher sich heute noch freuen? Ich habe mich natürlich auch von diesen Themenwelten inspirieren lassen und hier vorne auf diesem Collagentisch habe ich schon mal meine kleinen Moodboards gelegt, was man mit dem Material, was wir hier zur Verfügung haben, auch zusammenstellen kann. Das ist jetzt so meine Interpretation, aber dieser Tisch lädt dazu ein, dass das jeder machen kann. Ja? Also wir haben hier so einen kleinen Rollwagen, da sind noch mehr Materialien drauf, also fühlen Sie sich frei, da wirklich Collagen zu legen. Ich bin auch dabei, wir können uns auch darüber austauschen und unterhalten, und im Großen und Ganzen möchte ich eigentlich immer nur inspirieren und motivieren, noch ein bisschen mutiger zu werden und einfach wirklich Freude bei dem zu haben, was man hier macht. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, gerade in der heutigen Zeit, Freude an dem zu haben, was man macht. Immel, vielen Dank für deine Zeit hier auf der Bühne vom Deko-Team. Danke. Ich möchte Sie alle jetzt auch nochmal herzlich einladen, mit an den Skizzentisch zu kommen, sich mit Emel auszutauschen. Und dann wünsche ich Ihnen in jedem Fall noch eine erfolgreiche und ja auch friedliche Messe, gerade in den heutigen Zeiten. Vielen Dank. Dankeschön, Bettina. Dankeschön. Danke.